Herzlich willkommen auf Masters Clash Channel. Ich habe heute leider eine etwas weniger schöne Episode für euch, denn wir haben den allerletzten Clankrieg von unserem Clan Semper Ultimate. Ihr seht schon, wir sind nur noch drei Mitglieder hier im Clan, die anderen sind alle gegangen, denn wir haben ein neues Zuhause gefunden und das ist das Positive daran, denn sie sind alle umgezogen in den Clan Lögis Lieblinge. Mehr dazu gibt's nachher und wir schauen uns jetzt erstmal unseren letzten glücklicherweise noch siegreichen Clankrieg gegen 802 Regulators an. Ihr seht schon, die Gegner haben bei uns unsere Nummer 1 nicht überhaupt gar keinen Stern holen können und bei der Nummer 2 auch einen Stern leider verpasst und wir haben diesen einen Stern bei der Nummer 2 von den Gegnern glücklicherweise noch holen können und so ist der Clankrieg mit 27 zu 26 Sterne für uns ausgegangen und wir schauen uns gleich mal den allerersten Angriff an von unserer Nummer 7 Viper gegen deren Nummer 7 Rising Embers und Viper hat sich hier für Riesen entschieden, da er auf seiner Levelstufe noch nicht wirklich was anderes machen kann und hier kommt ein Drache aus der Clanburg raus. Die Clanburg ist relativ mittig, wir greifen hier ein Rathaus Level 7 an. Die zwei Luftabwehren sind noch nicht sehr weit fortgeschritten und allgemein ist das Rathaus 7 noch nicht sehr weit weiterentwickelt. Und mit einem Drachen aus der Clanburg schafft es hier Viper, den feindlichen Drachen zu besiegen. Und hier kommen seine ganzen Riesen in einem großen, großen Pulk, damit die auch schnell wieder hochgeheilt werden können. Und mit einem Wutzauber bringt er sie durch die etwas schwachen Mauern hier durch. Mit den Mauerbrechern öffnet er dann noch den weiteren Weg in die Mitte rein. Die nehmen den Wutzauber super mit. Sehr, sehr gute Strategie. Hier kriegt er wirklich durch den Wutzauber und durch die Mauerbrecher alles, alles auf. Und der eine Heilzauber in der Mitte erfasst dann natürlich alle Riesen, auch wenn sie von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Verteidigungen angegriffen werden, macht ihnen das überhaupt nichts aus. Und der Wutzauber beschleunigt sie jetzt noch einmal, um auch noch die letzten gefährlichen Verteidigungen hier aus dem Weg zu räumen. Während hier in der Mitte noch der König, den einem der Riesen hinterherläuft, wird dieser auch auseinandergenommen von den Magiern, die hinterherlaufen und cleanen. Ja, die Riesen haben hier einen super Job gemacht. Es stehen nur noch zwei Bogenschützentürme und eine Kanone. Und die Magier laufen außen rum und zerstören noch die ganzen restlichen Gebäude, während die Riesen noch gegen diesen Bogenschützenturm und die Kanone tanken. Mehr gibt es zu diesem Angriff eigentlich nicht zu sagen. Es war ein schöner Angriff hier mit Heilzaubern, mit Wutzaubern. Die Magier sind auch erst Level 3. Das ist noch etwas unterlevelt für Rathaus Level 7. Aber Viper hat es hier trotzdem geschafft, seine Truppen effizient einzusetzen und das gegnerische Rathaus 7 hier mit einer Leichtigkeit zu besiegen. Wir schauen uns jetzt noch an, wie die paar Riesen da noch auf die Clanburg einkloppen und beschleunigen das Ganze mal. Die Magier laufen in dem Pulk noch außen rum. Glücklicherweise kommt da keine große Bombe mehr und hier haben wir dann endgültig die 3 Sterne mit den 100%. Super Angriff von Viper hier und wir springen etwas weiter nach oben und zwar auf meinen eigenen Angriff von meinem kleinen Account Marcelini gegen deren Nummer 4. Ich glaube, das war sogar meine Premiere hier mit GoVibe. Ich hatte davor noch nie auf Marcelini mit GoVibe angegriffen, sondern immer nur mit Drachen, da ich noch keine Golems und keine Packers hatte. Und die Golems habe ich jetzt aus Versehen hier rechts zu zweit gesetzt. Ich wollte eigentlich erst einen setzen und dann ist mir der zweite aber abhanden gekommen. Der zweite sollte eigentlich etwas weiter oben landen. Die Mauerbrecher haben hier relativ schön aufgemacht, an drei verschiedenen Stellen sogar. Ja, und glücklicherweise teilen sich hier jetzt die Golems einer nach oben, einer nach unten, genauso wie ich es eigentlich von Anfang an wollte. Die Packers laufen wunderschön mittig rein, genauso wie der König. Alle auf einen Wutzauber drauf, passt perfekt, laufen in die Mitte rein. Die Magier, die hinterherkommen und die ganzen Randstrukturen, die ganzen Randgebäude hier zerstören. Und da sind sie in der Mitte angelangt. Ein weiterer Wutzauber, ein Heilzauber, der da eben vorher noch geworfen wurde. Der König ist in der Mitte noch bei vollen Lebenspunkten, genauso wie der Packer, den ich in der Clanburg da drin gehabt habe. Ein Level 5er Packer. Unten laufen noch meine sehr, sehr schwachen 1er Packers rum. Und glücklicherweise hatte ich hier noch Loons dabei, da ich mittlerweile, ja, wenn ich auf 3 Sterne gehe, immer noch so ein paar alternative Truppen mitnehme, um praktisch mich in Sicherheit zu wahren. Zum Beispiel noch so ein paar Lakaien. Das ist immer ein guter Tipp, dass man noch ein paar Lakaien oder ein paar Bogis dabei hat, falls da noch irgendwo ein Gebäude stehen bleibt. Und ich habe hier extra noch
Luftballons mitgenommen und ihr habt gesehen, diese zwei Ballons haben es wirklich geschafft, hier drei verschiedene gegnerische Verteidigungen auseinanderzunehmen. Hier auch noch die vierte mit Hilfe der Magier. Und das hat mir dann auch im Endeffekt vermutlich die drei Sterne gesichert. Auch wenn hier noch ein Packer und noch ein paar Magier am Leben waren, waren das trotzdem damit relativ einfache drei Sterne gegen einen schon relativ weit fortgeschrittenen Rathausachter. Und dann springen wir noch einmal ganz nach unten. Und zwar süßer Angriff von unserer Nummer 9 Knuddelchen auf die gegnerische Nummer 9 Hot Wheels von den Regulators. Der Blitzzauber, der verpufft hier etwas, da die Valkyrie da etwas mehr Lebenspunkte hat, als der Blitzzauber Schaden macht. Aber einen anderen Zauber hat Knuddelchen, glaube ich, noch gar nicht. Und jetzt wird die Valkyrie hier mit ein paar Bogies außenrum im Kreis eingekreist und langsam aber sicher verliert sie ihre Lebenspunkte. Wir sehen hier schon, wir haben gerade ein paar Riesen durchs Bild fliegen sehen. Die anderen haben jetzt gerade oben angefangen, die paar Verteidigungen anzugreifen. Und aus der Clanburg kommen hier Schweine raus, die hier wirklich, wirklich sehr, sehr hilfreich sind und gezielt auf die Verteidigungen gehen. Mit ein paar süßen Level 1er Loons greift hier Knuddelchen auch noch weiter an und schafft es somit mit einer Leichtigkeit, die paar noch verbliebenen Verteidigungen auch auseinanderzunehmen. Die Kanone hier, und jetzt fangen die Schweinereiter natürlich da an, die restlichen Gebäude noch zu cleanen. Genauso wie die Loons, die sich hier schön an den Goldlagern vergreifen. Und es ist nur noch Clean-Up, so ein Mix aus Riesen und Schweinereitern. Hier zoomen wir noch einmal rein, es sind wirklich nur noch ein paar Gebäude, die hier dann noch ganz, ganz leicht zerstört werden. Super, auch drei Sterne hier von Knuddelchen. Auch die unteren Angriffe sind natürlich wichtig, damit sich die oberen auf die schwereren Gegner konzentrieren können. Und apropos oberen, wir springen jetzt auf den obersten Angriff hier von Fruchtzwerg. Unsere Nummer 2, der hat es geschafft, die gegnerische Nummer 2 zu drei Sterne. Und das hat uns im Endeffekt auch diesen Clankrieg gewonnen. Denn die Gegner haben es ja nicht geschafft, unsere Nummer 2 zu 3 Sternen. Auch ihre Nummer 1, ihr Rathaus-Szene, hat es nicht geschafft, 3 Sterne gegen unsere Nummer 2, gegen Fruchtzwerg zu holen. Ich glaube, er ist bei um die 90% gescheitert. Und Fruchtzwerg hat hier dann unseren Sieg gesichert. Wir schauen ihm jetzt mal dabei zu, wie er mit GoVV, mit 3 Golems, mit 2 Hexen und 22 Magiern hier an den Start geht. Er hat einen Heilzauber dabei, einen Wutzauber, einen Sprungzauber und einen Giftzauber. Er hat die Clanburg schon erfolgreich gezogen und hatte sich jetzt aber überlegt, ob er sie noch weiter rauszieht und tötet oder erstmal mit den Golems reingeht und dann eben den Giftzauber wirft. Und er hat sich für Zweiteres entschieden. Die Magier kommen hier in einem richtig großen Pulk. Unten alle 22 Magier, die Hexen laufen hier rein. Der König kommt hier. Wir sehen noch ein paar weitere Magier, die aus der Clanburg rauskommen. Der Sprungzauber wird sogar etwas daneben geworfen. Denn der landet nämlich direkt auf der vorderen Mauer und trifft, glaube ich, die hintere Mauer gar nicht. Und ein Wutzauber beschleunigt dann hier alle Truppen. Jetzt sehen wir auch gleich, sie spalten sich so etwas auf nach rechts. Und der König hat sich hier rechts einen Weg durchgebahnt, um zur Königin, um zur gegnerischen Königin zu kommen. Oben dann der Golem, der da an der Wand klebt, die Hexe, die auf den X-Bogen feuert, und die anderen Truppen haben es aber hier schon in die Mitte reingeschafft zu den X-Bögen und zu den noch glücklicherweise Level 1er Teslas, die hier relativ wenig Schaden machen. Die Magier, die räumen hier in der Mitte noch ganz easy das Rathaus weg. Der König tankt für sie und zerstört auch noch die ganzen Teslas. Rechts herum ist die Königin gelaufen mit einem kleinen Golem und auch noch ein paar Magiern. Und ihr seht schon, die Königin läuft jetzt außen rum und clean praktisch außen herum, während in der Mitte noch dieser eine Golem da ist, der hier auch noch gleich super tankt. Und die Magier, die von der Mitte heraus dann die ganzen Gebäude hier noch cleanen. Und die Königin macht da wirklich einen super Job, auch wenn sie noch nicht auf Level 5 ist und noch keine Fähigkeit hat, schafft sie es dennoch hier, die meisten Gebäude außen wegzuräumen. Und links unten bleibt eben noch der Golem da, der dann noch die Verteidigungen ablenkt, während die Königin da außen rumlaufen kann und diese eben dann schön zerstören kann. So,
Die Königin ist jetzt endgültig angelangt an den letzten Verteidigungen. Hier haben die Magier noch den Magierturm auseinandergenommen und die Königin den Bogiturm und das letzte Gebäude, das Labor, steht noch. Und jetzt ist auch das Labor gefallen. Und das war der Sieg für Semper Ultimat in unserem allerletzten Clankrieg in dem Clan. Wir haben 18 benutzte Angriffe, davon 12 gewonnen, 6 verloren und 2 Angriffe nicht gemacht. Derjenige ist dann auch relativ schnell geflogen. 1,5 Sterne je Angriff und der heroischste Angriff war von mir, von meinem Marcellini, auf die gegnerische Nummer 4. 93,9% durchschnittliche Zerstörung, das kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Ja, genau das war mein Angriff. Ja, das war's, würde ich sagen, von Semper Ultimat. Wir waren Level 1, wir sind nicht weitergekommen, aber wir haben uns entschieden, in einen alten Clan umzusiedeln, der schon Level 5 ist. Das war unser früherer Ausweichclan, in dem war irgendwann nichts mehr los. Und wir gehen jetzt zurück in den anderen Clan. Und in dem neuen Clan suchen wir natürlich auch wieder viele, viele Mitglieder, die da mitmachen. Ab Rathaus Level 5, würde ich sagen. Und wir freuen uns, wenn ihr Lust habt mitzumachen. Und an sich ist es jetzt einfach nur ein Ersatz für Semper Ultimat. Nur, dass der neue Clan Lügis Lieblinge schon deutlich weiter ist mit Level 5, was natürlich allen sehr gelegen kommt. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei bleibt oder wenn ihr auch mal vorbeischaut und ich bin jetzt Mitglied des neuen Clans Lügis Lieblinge.